Es ist offensichtlich, dass der Major nicht viel von den Demir-Brüdern hält. Was haben seine Gefühle über die Brüder jedoch mit der Beziehung der beiden Verlobten zu tun? Naja, das hat insofern was miteinander zu tun, dass das ein Demir ist. Der Major glaubt, dass die Demirs schlecht für die Familie sind. Der Familie ist höchst hochklassig an, eine hastig arrangierte Heirat. Unterschiedliche gesellschaftliche Stellungen? Nein. Was? Gideon und eine Zigarre gestohlen haben? Nein. Warte mal hier. Der Major wollte Angeli warnen. Der Major glaubt, dass die Demirs schlecht für die Familie sind. Ja, das könnte zusammenhängen. Was für eine Enthüllung. Aha. Der Major möchte offensichtlich nicht, dass die Heirat stattfindet. Monsieur Gideons tätlicher Angriff auf den Major könnte vielleicht gerechtfertigt sein, wenn man bedenkt, aus welchem Grund der Major sich gegen die Hochzeit ausgesprochen hat. Ah, Ziel abgeschlossen. Sehr schön. Nun gut. Ja, dann haben wir ja schon mal eins abgeschlossen. Finde heraus, warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist. Ja, okay, gut. Können wir vielleicht noch mal mit Elisabeth reden? Vorratskammer. Oh. Verschlossen. Ich hatte gehofft, dass ich bei ihrem engen Zeitplan wenigstens ein Mitglied des Personals hier drinnen finden würde. Oh. Ja, warte mal, dann... Können wir vielleicht mit ihm hier reden? Dass... Nee, Archibald hat kein Ausrufezeichen. Und dann vielleicht mit Cassandra. Ich meine, die werden ja keinen Schlüssel hier zu dem Haus haben, ne? Naja. Bringen Sie es bitte hinter sich. Ich bin vorhin an der Vorratskammer vorbeigekommen und dabei ist mir aufgefallen, dass sie verschlossen zu sein scheint. Verschlossen? Das ist absurd. Das Personal sollte dort ständig ein- und ausgehen. Sie drücken sich hoffentlich nicht schon wieder vor Ihrer Arbeit. Was haben Sie überhaupt im Personalbereich verloren? Ja, ich bin am Untersuchen. Ich habe es nur erwähnt, weil ich gehofft hatte, mit einem Mitglied des Personals reden zu können. Aber wenn Sie so beschäftigt sind? Seien Sie ein guter Mann und stellen Sie sicher, dass sich dort niemand vor seine Arbeit drückt. Dafür werden Sie sicherlich nicht lange brauchen. Das war zwar nicht die Erlaubnis, die ich erwartet hatte, aber ich werde nehmen, was ich kriegen kann. Ich sollte mir die Vorratskammer noch einmal ansehen. Merci. Eine bezaubernde Unterhaltung wie immer. Ja. Nun gut, dann gehen wir nochmal zur Vorratskammer. Ich meine, sonst ist ja auch, wo ist zum Beispiel Angeli, wo ist Gideon, wo sind denn die alle? Wann soll diese Feier denn jetzt stattfinden? Oder oh, offen? Ich muss ein Mitglied des Personals wohl zur richtigen Zeit erwischt haben. Ach so. Ja, ich dachte. Ich dachte eigentlich, aber gut. Haben wir hier irgendwas Neues? Töpfe, Pfannen kennen wir schon. Inge. Inge kennen wir noch nicht, ne? So, aber sonst. Oh, ein Foto. Das kennen wir noch nicht. Ah. Ein Foto, auf dem 7 Mitglieder des Personals zu sehen sind. Mit so vielen Arbeitskräften würde das Haus sicherlich wie ein Uhrwerk laufen. Ja, aber wo sind die dann? Ah, warte mal, das ist Archibald. Elizabeth? Kenne ich nicht. Okay.
Warte mal, eine davon wird ja jetzt die Inge sein, ne? Also die oder die wahrscheinlich. Ist hier sonst noch was? Was? Achso, ne. Ein Brief. Aha. Unterlagen, auf denen die Entlassung eines Personalmitglieds angewiesen wird, das ohne Erlaubnis bestimmte Räumlichkeiten betreten hat. Interessant. Aha. Um welche Räumlichkeiten handelt es sich da? Werte Miss Allard, Ihre Anstellung als Dienstmädchen im Anwesen der Familie Van den Bosch wird aus den folgenden Gründen mit sofortiger Wirkung gekündigt. Das Betreten von verbotenen Bereichen des Hauses. Die Weigerung zu einer ehrlichen Entschuldigung. Das Belasten der Familie mit emotionalem Stress. Auf Anfrage kann eine Referenz für zukünftige Anstellungen ausgestellt werden. Gezeichnet Madame Van den Bosch. Belastender emotionaler Stress. Was könnte sie da gefunden haben, was die Familie so sehr unter Stress setzt? Nun gut, Inge. Oder ist hier noch was? Schrank? Ne, den Schrank kennen wir ja schon, oder? Er scheint es nichts von Interesse zu geben, ja? Ne, dann reden wir mal mit der Inge. Bonjour, Mademoiselle. Oh, Sie haben mich überrascht, Monsieur. Wobei? Das war keinesfalls meine Absicht, Mademoiselle. Ich hatte gehofft, dass ich mit einem Mitglied des Personals sprechen könnte. Sind Sie der Detective? Nein. Das bin ich, Mademoiselle. Detective Hercule Poirot. Ich werde nur einen Augenblick Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Madame Van den Bosch wird sehr wütend werden, wenn sie davon erfährt, dass ich meine Arbeit wegen einer Unterhaltung unterbrochen habe. Erlauben Sie mir, mich um die Madame zu kümmern. Verzeihen Sie, aber wie war noch gleich Ihr Name? Ja, sie heißt halt Inge, ne? Inge Frank, Detective. Aha, nicht Anne Frank. Ah, von der nordischen Göttin des Friedens und der Fruchtbarkeit. Ein wirklich wunderschöner Name. Merci, es war der Name meiner Grand-Mère. Sie haben heute Abend wirklich unglaublich viel zu tun. Ja, Detective. Madame war sehr deutlich darüber, was wir alles für heute vorzubereiten haben. Nun, alles sieht wirklich sehr exquisit aus, aber wenn Sie mir die unverblümte Frage erlauben, würde es nicht helfen, wenn Sie mehr Angestellte zur Verfügung hätten? Monsieur Archie weiß sehr gut, wie beschäftigt wir sind. Besonders in der Küche. Ich hasse es wirklich, wenn ich mich um die Bedienung kümmern muss. Okay. Merci, Mademoiselle. Ich überlasse Sie wieder Ihrer Arbeit. Achso, das kennen wir doch eigentlich schon, oder? Ernesto ist ein Fabrikeigentümer, ja. Eine stolze, starke, eigensinnige und kokette Salonlöwin, Comtesse de Vos, ist eine Frau, die genau weiß, was sie will. Und die auch keine Bedenken hat, es der ganzen Welt zu erzählen. Ihre Arbeit für das Frauenhaus ist wirklich sehr löblich. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn sich mehr reiche Menschen so verhalten würden, wie sie es tut. Na gut. Ach nee, warte, ich wollte eigentlich hier hin. Was haben wir denn? Finde heraus, wie die Mitglieder des Personals zu den jüngsten Ereignissen in Verbindung stehen. Oh, da haben wir ja noch gar nichts. Verbotene Bereiche des Hauses, hohe Anspannung in der Küche, verbliebene Personal ist überfordert, Personaldienstplan, Foto des Personals. Ach so. Von mir. Nee, hier, ne? Foto des Personals und Personal. Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. Dem Foto- und Dienstplan zufolge scheinen eine Reihe von Personalmitgliedern zu fehlen. Warum wohl? Wo
Und so, ja, weil die gekündigt wurden. Unzureichendes Personal. Personalkündigung, genau. So. Meine eigene Kombinationsgabe sollte mich nicht so sehr überraschen. Ja. Es scheint ganz so, als wären die fehlenden Mitglieder des Personals erst vor kurzem entlassen worden. Könnte es einen weiteren Grund für diese Entlassung gegeben haben? Ja. Entweder wegen dem Geld, ne? Weil die sind ja auch so ein bisschen am Verkaufen, oder wegen diesem verbotenen Bereich. Warte mal hier. Die Familie hat sich um ihre monetäre Situation gekümmert. Es sieht so aus, als ob die Familie ihre Geldprobleme endlich unter Kontrolle bekommen hat. Ich bin froh, dies zu hören. Aktuelle Personalentlassungen. Die Vorgänge werden langsam etwas klarer. Falls die Familie vorsichtiger mit ihrem Geld umgehen will, könnte sie aus diesem Grund einige Mitglieder des Personals entlassen haben. Korrekt. Und damit haben wir die Ketten hier aufgebraucht. Wir könnten jetzt aber mal nochmal mit Inge sprechen, sonst hätte ich gesagt mit Archibald. Mir ist allerdings zu Ohren gekommen, dass die Madame vor kurzem einige Mitglieder des Personals entlassen hat. Genau. Es steht mir nicht zu, darüber zu sprechen, Detective. Sollte Monsieur Archie herausfinden, dass ich mich im Wort vergriffen habe, dann... Ja? Ich bitte Sie keinesfalls darum, andere Mitglieder des Personals oder der Familie zu verraten. Was Sie mir hier mitteilen, bleibt ganz sicher unter uns, Mademoiselle. Es ist bloß Getuschel, aber angeblich wurde die letzte Bedienstete, die entlassen worden ist, in Bereichen des Hauses ertappt, in denen sie nichts verloren hatte. Ja, das steht ja in dem Brief drin. Offenbar hat sie etwas gesehen, was sie nicht hätte sehen sollen. Bitte, Detective, wenn Monsieur Archie herausfindet, dass ich so mit einem Gast rede. Ja, ich bin ja kein richtiger Gast. Meine Lippen sind versiegelt, Mademoiselle. Okay. Merci, Mademoiselle. Ich überlasse Sie wieder Ihrer Arbeit. Das war jetzt weniger hilfreich, als ich erhofft hatte, weil sie im Grunde nur das erzählt hat, was wir schon rausgefunden haben. Zeitungen, Flaschenzigarre. Oh, hier sind so viele Punkte. Ernesto wird von Cassandra angetan. Nee. Die Entlassung könnten finanzielle Gründe haben. Die Familie braucht immer noch Hilfe. Ja. Was für eine Enthüllung. Auf den ersten Blick erschien es so, als ob die Familie ihre finanziellen Engpässe überwunden hätte. Mit Cassandra sprechen, um die Untersuchung voranschreiten zu lassen. Ja. Ich glaube nicht, dass Cassandra so und so einfach so weiterhelfen wird. Ah, guck mal hier, Archibald hat was zu sagen. Wie kann ich helfen? Weiß ich noch nicht. Dürfte ich mir einige Fragen über das Personal des Hauses erlauben? Was haben Sie angerichtet? Ich hoffe, Sie haben nichts. Was? Wie, ich habe nichts getan? Wieso? Was soll ich denn angerichtet haben? Nein, Monsieur. Ich versichere Ihnen, dass ich keine Beschwerde vorzulegen habe. Meine Frage dreht sich mehr um die vor kurzem stattgefundenen Entlassungen und den zusätzlichen Arbeitsdruck, dem Sie alle im Moment ausgesetzt zu sein scheinen. Ja, richtig. Boah, ich dachte schon, ich hätte... Der meinte jetzt, dass ich irgendwas getan hätte. So was.